Jo, hallo Leute, willkommen zurück auf dem Kanal. Dieses Video kommt bald später, denn ich hatte ziemlich viel zu tun, Arbeit und Schule und. Aber jetzt geht es langsam voran, und zwar mit unserer Webleitstelle. Wir erinnern uns, im letzten Teil haben wir uns hier diese Benutzergruppenangelegenheit angeguckt. Damit werden wir weitermachen. Und zwar kopieren wir uns erstmal hier oben die drei Dateien, also die drei Includes, und fügen die hier rein. So. Das Ganze noch ein bisschen schön. So. Jetzt gehen wir hin und fangen an, uns mit unserer Datenbank zu arbeiten, indem wir einfach unser Login hinzufügen. Als erstes müssen wir hier unter Pages uns eine neue Datei anlegen. Die nennen wir HomePHP. Die steht jetzt auch. Die existiert schon. Nein. Die existiert schon. Können wir alles löschen. Da schreibe ich es irgendwo mal. Willkommen in der Webleitstelle. So, ich habe jetzt einfach mal reingeschrieben. Templates haben wir so ein bisschen vorbereitet. Ist jetzt nichts Atemberaubendes, aber dazu kommen wir dann später in einem anderen Video. Hier die Session, damit müssen wir uns gleich befassen. Nämlich, die müssen wir aktivieren, sagen wir mal dazu. Das werden wir machen, wie alles in unserer Login-Datei. Damit wir die gleich aktivieren können, schreiben wir hier oben Session Start rein. Und hier unter den drei Includes werden wir das Ganze dann bearbeiten. Also machen. Als erstes müssen wir nämlich hingehen und schreiben User gleich Database Select. Was brauchen wir denn für Daten? Username und Passwort from user where username gleich post username and yeah and Passwort gleich. Gerade fertig machen gleich Post und Passwort. Wir könnten das Ganze, wenn ihr wollt, kann man das Ganze auch im PHP 7 umtüfteln. So hat man dann mit einen gewissen Hash da drinne und kann mit Password Verify das Ganze dann überprüfen. Aber das können wir gerne kann ich euch gerne in einem anderen Video zeigen, wie das funktioniert. Genau, jetzt gehen wir hier hin und schreiben if user 0 password gleich post password dann müssen wir hingehen und unsere Testseite hier den Part hier rausholen. Nur diesen Part, nichts anderes. Und hier einfügen. Hier oben holen wir uns noch die ID raus. Na. Komma ID. Hier gehen wir dann hin und schreiben where ID gleich user 0 und die ID.
So, denn wir wollen ja auch wirklich nur die Daten haben, die zu dem Benutzer, zu dem entsprechenden User gehören. Deswegen schreiben wir hier jetzt nicht User Data, sondern User Role rein. Und dann gehen wir hin. User, hat mir die User-ID genannt, wenn wir gerade mal gucken. Localhost, gehen wir gerade in PerpyMyAdmin rein, um uns zu vergewissern. Wenn wir das, wenn wir jetzt hier haben wir unsere Rechte rausgeholt. Das kommentiere ich mal gerade. Ja, jetzt mein Rechner will heute irgendwie nicht so ganz, zumindest wurde das Wetter nicht so ganz bekommen. Oder der ist einfach schon zu lange an. Benutzergruppe. So, dann gehen wir nicht hier hin. So. Und dann schreiben wir hier hin. Session. Wir erinnern uns an unsere Default-PHP-Seite. Die haben oben eine Variable logged in. Die müssen wir uns jetzt kopieren und hier überschreiben. Gleich 1. Dann gehen wir noch hin. Holen uns dann in der Session Role gleich User Role Punkt 0. Jetzt brauchen wir hier diese komplette Zeile. All das hier brauchen wir, um es hier wieder auslesen zu können. So, das auch. Den Benutzernamen kann man sich auch speichern, muss man aber nicht. Ja, wie gesagt, könnt ihr auch schon in der Session speichern, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich mache es jetzt einfach mal. Session Username User 0 und Username. So. Und dann geht ihr hin, macht hier einen Header, Location, geht 212 Ordner zurück, index.php und Page gleich Home. Ansonsten ein Else mit einem Echo, Passwort stimmt nicht überein. So, das Ganze hier kopieren wir uns jetzt mal gerade raus. Denn wir haben noch eine If-Bedingung vergessen. If isset post login btn. So, mache ich mir ein Leerzeichen mehr rein, kopiere mir den hier rein. So, rück ich halt alles ein bisschen weiter ein. So, jetzt hätten wir das auch. Noch ein bisschen weiter einrücken, das auch, das auch. Das könnt ihr euch alles so schön einrücken, wie ihr das haben wollt. Ich mache das jetzt einfach nur mal so, damit das Ganze ein bisschen sortierter aussieht. Genau, so, wenn wir uns jetzt einloggen würden, dann würden wir erstmal würde das ganze PHP-Skript da drauf ganz oben eine Session starten. Dann die drei Dateien inkluden, das sind hier unsere Klassen plus unsere Config-PHP-Datei. Dann würde erstmal nichts passieren. Dann ist das Formular einfach nur blank. Aber wir gucken mal gerade, wie wir das genannt hatten. Dann ist das Formular, wie gesagt, erstmal komplett blank, also wird nur hier unten dieser PHP, dieser HTML-Part ausgeführt. Und wenn wir auf unseren Button klicken, hier auf unseren Login-Button, auf den hier, dann würde das PHP-Skript reagieren und erstmal die kompletten Benutzerdaten auslesen. Dann würde das Ganze weiter auf den nächsten springen und aus und gucken, ob das Passwort, was wir aus der Datenbank zurückkriegen, mit dem übereinstimmt, dass wir von dem Formular in das Formular eingetragen haben. Wenn ja,
würde der sich die Benutzergruppe auslesen. Und dann würde der die Benutzergruppe in User Role speichern. Und dann würde er einfach hier die drei Sessions anlegen und uns weiterleiten auf dem Header, also auf eine andere Seite. Würde dies hier oben allerdings würde hier dieses Passwort nicht übereinstimmen, würde der einfach sagen, Passwort stimmt nicht überein. Das Ganze testen wir jetzt mal. Wir gucken mal gerade die Struktur an. ID. Nicht User-ID, sondern ID. User-ID. Where user... User... Ja, where... User. ID. So. Genau. Das speichern wir uns jetzt mal. Und dann würde der uns hier mit einem Login, wenn wir keinen Fehler kriegen, doch, gibt doch einen Fehler, Login Seite 11, Zeile 11, 10, 11, das ist der hier. Der würde da aufhören, der hört da auf, der hört da auf. Wir haben mit Sicherheit irgendwo ein Semikolon vergessen. Oder eine Klammer. Wenn das, dann das. Da oben auch 1, 2 Klammern. Sind das unexpected if. Und gerade gucken, Zeile 11. Der hört hier auf. Ah, wir haben hier ganz hier mal ein Semikolon vergessen. So. Jetzt gehen wir hier hin und wir kriegen unser Formular. Jetzt gebe ich hier mal die Daten ein. Wie ihr seht, wir sind direkt auf die Login-Seite weitergeleitet worden, weil... Nein, hier. Hier oben hat er direkt geprüft, ist die Session Logged In überhaupt angelegt, was nicht der Fall ist. Also gibt es direkt eine Weiterleitung auf die Login-Seite. So, jetzt klicken wir auf unseren Login-Button. Passwort stimmt nicht überein. Das heißt, das ist irgendwo ein Fehler. Lass mir das mal gerade anzeigen. Passwort Test. Also schreiben Patrick und ich schreibe jetzt hier mal das 1234 rein. 1234. Passwort stimmt nicht überein. Also schreibe ich jetzt hier rein. Das mal richtige Passwort. Login. Der haut jetzt hier irgendwo, haben wir ein Problem. Mal gerade gucken, wo das Problem liegt. Okay, der haut jetzt ein Problem hier hin. Lass uns mal gerade hier per Fehler gezeugt. Sieht ein bisschen unschön aus, aber ist egal. Hauptsache, wir kriegen mal unsere Fehler daraus. Kriegen wir keinen. Dann gehen wir gerade hier hin. Location Pages. Pages, get page und page gleich home. Baustelle? Was für eine Baustelle? Ich weiß überhaupt gar nicht, wo die Baustelle ist. Ach, jetzt hören Sie doch auf. Sie sind da hingefahren und wollten sich treffen, weil der Mann sich damals freigekauft hatte bei dem Tochter. Jetzt mal gerade ein bisschen rumprobieren, warum der das nicht macht. Jetzt schon auf 1.
mal die nochmal aktualisieren. Okay. Also müssen wir hier noch einen zurück. Aktualisieren jetzt mal hier die Seite, damit der Formular leer ist. Und machen jetzt diesen hier. Zack. Okay, aber eigentlich sollte die Session ist gesetzt. Oder auch nicht. Das heißt, wir müssen hier irgendwo ein Problem, um uns drum kümmern müssen. Wir lassen jetzt einfach mal die Benutzerrollen raus. So. Für 6-mal mehr Flexibilität und Flexibol-Technologie für makellose Schönheit auch an schwierigen Stellen. Mal gucken, ob es da, daran hing. Diese unwiderstehlich zarte Haut. Na. Einzigartig. Diese Cremigkeit. Cremigkeit? Da hing es nicht dran. Ne? Boom. Mal gerade gucken. Wenn wir diesen hier machen. Einfach zwei Ordner zurückgehen. Okay, irgendwie spinnt das Ganze gerade. Wenn du einen Computer siehst, der all das kann, fragst du dich dann nicht, was können wir wohl noch alles? Jetzt muss ich hier mal gucken. User. Für eine doppelte Reinigungsleistung. Neu. Odolme 3 Extreme Clean. Wow. Okay. Gut, ich werde mal gucken, wo das Problem liegt. Und dann sage ich euch im nächsten Video, wo das Problem gelegen hat. Ich werde mal gucken und dann sage ich es euch im nächsten Part von dem Video, wenn wir uns mit der Home-Datei befassen. Genau, so machen wir das. Ich gucke dabei, ich werde euch dann im nächsten Part sagen, wo das Problem lag. In diesem Sinne schon mal danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Dann verpasst ihr definitiv keine Videos von mir. Und wenn ihr irgendwie Videowünsche habt oder so, immer her damit. Ich bin offen für vieles. Also in diesem Sinne noch ein schönes Wochenende. Bis demnächst.